So, einen wunderschönen zur vorletzt erstmal, vorerst erstmal letzten Folge von Clicker Heroes. So, gucken wir jetzt mal an, wo ich überhaupt bin, wo wir sind, whatever. Und zwar, ja, wie nicht anders zu erwarten, hatte ich ja hier, also oder, wie angekündigt, hatte ich ja hier nochmal, ne, unsere People hier auf Level 100.000 gelevelt, so oder so ähnlich. Und wie nicht anders zu erwarten, jetzt erst, haben wir es damit natürlich locker bis Level 3.500 geschafft. Das heißt also, ja, das wird dann quasi auch erledigt. Level 3.500 muss ich zwar noch knacken, aber das ist kein Problem. Hier, das letzte dickste Monster. Nein. Nanu. Where are the achievement? Das hier oben? Ach ja, genau. Okay, das Ding hier. Das Ding wollen wir ja knacken. Und das schaffen wir jetzt auch locker. So, das ist natürlich hier. Ja, komm. Braucht alles keiner mehr. Ja, die Dinger habe ich auch die ganze Zeit nicht mehr gebraucht. Wie gesagt, ich schiebe die Dinger. Ich weiß, normalerweise wäre es sinnvoll, die immer einzusetzen. Ne? Umso schneller spielt man. Aber da ich ja immer eine ganze Woche hatte, hatte ich ja quasi immer Zeit. Von daher habe ich mir die hier aufgehoben, immer für eine Transcension. Ja, von daher haben wir die jetzt quasi komplett über. So. Ja, hier sieht es ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Also hier oben ist noch alles ganz normal, ne? Bis Level 200, so wie immer. Also quasi, ne, auf 1000er Stufe gehen und dann immer zweimal raufklicken. Easy. Dann habe ich den hier unten erstmal ein bisschen weiter und dann habe ich ihn einfach immer erstmal ein bisschen machen lassen. Dann kam irgendwann Atlas, dann habe ich den machen lassen, eine ganze Weile, wie man sieht. Dann kam Dedensi. Hey, wer denkt sich bitte schon so einen Namen aus? Dedensi. Hey, hi, ich bin Dedensi. Okay, ja, genau, damit Dedensi. Hier ein bisschen sehr lange idle lassen, konnte damit die nächsten alle überspringen. Hier, fünf Stück. Huh? War schon heftig. Naja, ist auch schon fast Level 4000, also. ja, und dann Moloch, den habe ich ja nicht mehr ganz so lange idle lassen, weil da waren ja bloß noch zwei, die quasi im Weg waren, bis ich dann hier, ne, unseren geilen Motherfucker holen konnte. Der, wie gesagt, auch schon auf Level 1200 und ja, jetzt stehe ich quasi vor den Pforten von Level 3600, weil das schaffen wir nicht, aber ne, ich kann da hier noch weiter hochleveln. Deswegen, ja. Ja. Machen wir das mal. Und schon schaffen wir das Level. Ist ja langweilig. Okay. Ja, und damit hätten wir dann auch das Achievement. Worum das schon wieder ist. Das hier, ne? Ja, wieder. Bam. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir soweit eigentlich alles. Wir haben Web war Wett. Kein Kommentar, euer Ehren. Und wir haben Level 3600 geknackt. So, gucken wir mal hier. Das letzte. Oh, ein paar dürften es sein. Da, easy. Weg da. Brauche ich ja nicht mehr. Ja. Jetzt ist halt die Frage. Also, ne, ich werde auf jeden Fall erstmal eine Pause machen. Also, ne? Clicker-Heroes. Ich meine, ich persönlich spiele natürlich privat Clicker-Heroes. Noch weiter, klar. Aber als Let's Play. Irgendwie nicht so ganz pralle. Ne? Erstens mal, weil die Version hier Asbach uralt ist. Und ich immer noch nicht weiß, warum die aktuellen Versionen nicht laufen. Obwohl ich ja die aktuelle Flash-Version hier drauf installiert habe.
das Problem habe aber scheinbar nicht nur ich, sondern haben auch viele andere. Hatte ich ja schon mal angesprochen gehabt, glaube. Ja, von daher, ne, erstmal hier Ende im Gelände. Und dann, ja, gucken wir, ob wir später vielleicht irgendwann mal mit Clicker Heroes nochmal weitermachen. Also dann quasi nochmal transzenden und nochmal gucken, ne. Aber wenn ich das mache, dann werde ich das auf jeden Fall anders aufziehen. Das heißt, dann werden wir es nicht mal so machen, dass ich die ganzen wichtigen Sachen im Let's Play mache und zwischen den Let's Plays quasi nur, naja, versuche weiterzukommen mit dem, was ich habe. Sondern dann werden wir es tatsächlich so machen, wie gesagt, wenn ich nochmal anfange mit Clicker Heroes hier, dann werde ich entweder so machen, dass ich quasi komplett offline auch aktiv spiele mit Fischer, also hier mit Agents kaufen und alles mögliche, die Let's Plays quasi nur noch nutze, um den Fortschritt zu zeigen. Oder wir machen es so, wir fangen bei, wenn wir, wie gesagt, irgendwann später nochmal anfangen, ne, wenn, also ich bin da eher derzeit nicht dafür, dass wir dann nochmal eine komplett neue Session aufziehen. Und dann aber irgendwie sowas wie irgendeine Challenge machen können. Also zum Beispiel, ja, weiß nicht, dass wir hier versuchen, ohne Agent zu spielen. Ja, wobei ohne Agent ist ganz schön heftig. Aber zum Beispiel ohne Transzenden könnte man spielen. Weil, Fun Fact: Transzenden geht erst ab der Version 1.E1? Keine Ahnung. Ja. Von daher könnte man versuchen, auch mal ohne Transzenden zu spielen, weil die Funktion kommt sowieso erst später hinzu, sage ich jetzt mal. Ansonsten können wir natürlich auch andere Sachen probieren, wie zum Beispiel, dass wir hier uns hier irgendwelche Limits setzen, dass wir sagen, okay, wir versuchen nur zu spielen, ja, weiß nicht, keine Ahnung, also ne, irgendwelche Limits setzen und immer gucken, wie weit wir mit diesen Limits kommen. Das Problem ist halt nur, dass, wie gesagt, die Version sowieso ganz schön limitiert ist. Also quasi alleine mit dieser Version überhaupt spielen zu können, war ja quasi schon eine Challenge. Deswegen, also ja, das dazu. Das heißt, ja, wir sind quasi durch. Die beiden Ziele, die wir uns gesteckt hatten, haben wir mittlerweile alle erreicht. Also alle beide. Ja, schön, dann würde ich mal damit auch sagen, ich speichere nochmal. Das letzte Mal gespeichert habe ich, glaube ich, bei der letzten Aufnahme. Vierundzwanzigster Achter könnte hinkommen, oder? 24.8. Das könnte der letzte, ne? Ja, genau vor einer Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt noch seht, aber nee, kann ich nicht. Ach, scheiße. Also heute ist der 31. Und ja. 24. war also genau vor 7 Tagen, also unsere letzte Aufnahme. Fun Fact, es ist heute gerade mal 4 Uhr. Okay, es ist jetzt schon 5:15. Weil es ist die Woche einfach so scheiße warm, dass ich alle Aufnahmen fertig haben möchte, bevor die Sonne überhaupt rauskommt. Und deswegen halt jetzt schon so früh. Ich stehe sowieso immer um 4 Uhr auf, von daher. ja. Deswegen seht ihr wahrscheinlich auch bei mir bei der Kamera nichts, weil es ist einfach noch absolut duster und dunkel. Ja, das Problem bei meiner Kamera ist halt, wenn es dunkel ist, ne, dann ist halt hier 3 Bilder pro Minute. Ja. Vor allem dadurch, dass die Kamera so langsam ist, ist ja nicht nur langsam, sondern sie hängt ja auch quasi hinterher. Weil du hast halt immer eine gewisse Verzögerung in Frames. Das heißt also, je länger so eine Frame dauert, desto größer wird auch die Verzögerung. Ja. Sonst aber jetzt nicht interessieren. Ich meine, die restlichen Aufnahmen, die ich jetzt gleich machen werde, ist ja so eine Special-Woche. Habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, weil die Special-Folge kam ja jetzt vor Clicker Heroes schon. Deshalb werde ich da jetzt hier nicht näher drauf eingehen, wollte ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ich das aufziehe.
Ich habe hier nur schon mal so eine kleine Datei angelegt. Ja. Und die Special-Folgen, die mache ich ja sowieso ohne Kamera, von daher ist es da auch irrelevant. Ja, in dem Sinne würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass wir mit Air Pandora geflogen sind und dann schauen wir vor. Ah, du kannst weg. Ich brauche mal nicht mehr. Tschüdelü und auf nochmal Wiedersehen. Also für die Leute, die hier sind, wir klicken hier raus, ne? Alle anderen, die können natürlich weiter. Ne? Also bis dann quasi.